Jetzt geht's weiter mit dem Vorsitzenden der FDP-Fraktion. Und das ist, wie wir alle wissen, Christian Lindner. Der Redner der AfD hat hier eben von einem erfundenen Weltuntergang gesprochen. Ich bin öfter in unserem, um mal Ihre Diktion zu verwenden, ich bin öfter im deutschen Wald. Und wer angesichts des Zustandes des deutschen Waldes den Klimawandel leugnet, der kann die Heimat nicht kennen, der kann die deutsche Heimat vor allen Dingen nicht lieben. Macht keinen Sinn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es macht keinen Sinn, einen falschen Klimaabsolutismus mit dem Leugnen des Klimawandels zu beantworten. Frau Bundeskanzlerin, Sie amtieren jetzt 14 Jahre. Sie sind sehr lange auch als Klimakanzlerin bezeichnet worden. Und tatsächlich, Deutschland hat ja große Anstrengungen in der Klimapolitik bereits in den vergangenen Jahren vor Ihrer Amtszeit und während Ihrer Amtszeit übernommen. Die Summe der Auszahlungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz während Ihrer Amtszeit belaufen sich auf über 300 Milliarden Euro. Wir reden jetzt hier über 54 Milliarden. Während Ihrer Amtszeit sind bereits über 300 Milliarden Euro von den Stromkundinnen und Stromkunden gezahlt worden, wegen ökologischer Motive. Herr Brinkhaus, wenn Sie dann heute davon sprechen, Sie wollen mehr Klimaschutz und mehr tun, dann will ich Ihnen angesichts der finanziellen Größenordnungen der vergangenen Jahrzehnte sagen, wir brauchen nicht mehr, wir brauchen besseren Klimaschutz als in den vergangenen Jahren. Herr Kollege Lindner, der Kollege Hilse würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Nein, das Thema AfD ist bereits erledigt. Wenn man jetzt nur das Paket im Einzelnen ansieht, so gibt es Licht und Schatten. Ja, gut ist es, dass getan wird, endlich etwas für die energetische Gebäudesanierung. Mit Bahninvestitionen, eines der größten Programme der Geschichte, wenn nicht gar das größte Programm, das begrüßen wir. Aber es gibt auch Schattenseiten. Also beispielsweise die Erhöhung der Preise für Flugtickets. Selbst wenn das einen Effekt hat, dass die Menschen weniger in Deutschland fliegen, aufgrund des europäischen Zertifikatehandels, also der mangelnden Abstimmung mit europäischen Instrumenten, wird es zu einem Wasserbetteffekt kommen. Das heißt, anderswo in Europa wird es günstiger werden, weil es bei uns teurer wird. Für das Weltklima ist damit nichts gerettet. Und im Übrigen auch, Herr Brinkhaus, wenn ich Ihre Rede verfolge, da war wieder die einseitige Fixierung auf batterieelektrische Antriebe. Wir können ja Ihre Rede noch mal auswerten und auszählen, wie oft batterieelektrisches von Ihnen genannt worden ist und wie selten das Feigenblatt, Sie wollten auch etwas tun, für Wasserstoff genannt worden ist. Und das ist Ihr Problem. Sie sind eben nicht in Wahrheit technologieoffen. Und damit werden große Chancen ausgeschlagen für die Wertschöpfungsketten nicht nur unserer Industrie, sondern auch für den Klimawandel. Denn mit synthetischen Kraftstoffen kann selbst der Golf 2 des Jahres 1985 zu einem klimaneutralen Fahrzeug werden. Aber genau solche Technologieoptionen werden von Ihnen ausgebremst. Da könnte man im Übrigen auch mal groß denken. Wenn wir die Chance synthetischer Kraftstoffe nehmen würden, könnte man groß denken bei Heizungen, beim Flugzeug, beim Auto. Man könnte auch mal global denken. Die Desertec-Initiative ist seinerzeit gescheitert, auch an physikalischen Fragen. Man kann eben aus der Wüste nicht ohne weiteres mit Leitungen Strom in den Norden bringen. Aber möglich wäre es, in Afrika mit erneuerbarer Energie synthetische Kraftstoffe zu produzieren, die wir dann über die übliche Infrastruktur in Deutschland, Stichwort Tankstelle und Pipeline, verteilen können. Wohlstand dort, Klimaschutz bei uns in der globalen Perspektive. Wo ist ein solches Denken? Wo ist ein solches Denken? Wir reden hier über eine Menschheitsaufgabe. Und wie kleinteilig aktionistisch wirkt dieses Programm angesichts der Dimension, über die wir sprechen müssen? Frau Bundeskanzlerin, Sie haben oft genug, und das will ich noch sagen, Respekt ausgedrückt gegenüber Aktivisten. Und wir teilen die Anerkennung politischen Engagements. Ich fand es aber insbesondere richtig,
dass Sie völlig überzogene Rhetorik und völlig überzogene Forderungen auch einmal in die Schranken gewiesen haben, wie Sie das unlängst bei Ihrem Besuch in den Vereinigten Staaten getan haben. Bei allem Respekt vor Engagement, wir dürfen uns auch nicht in den Panikmodus von Greta Thunberg reden lassen. Die Erderwärmung bekämpft man nur mit kühlem Kopf, meine Damen und Herren. Nun ist hier von Frau Schulze und Herrn Brinkhaus der Emissionshandel gelobt worden. Das begrüßen wir. Gäbe es einen Emissionshandel, wir würden es begrüßen. Ein marktwirtschaftliches Modell aber begrenzt die Menge und setzt nicht den Preis fest. Eine Steuer begrenzt nicht die Menge, sondern die legt einen Preis fest. Was genau haben Sie vorgelegt? Festpreise, Preiskorridor, aber keine Steuerung eben über die Menge, denn die ist nicht begrenzt. Das, was Sie CO2-Emissionshandel nennen, in Wahrheit ist es eine verkappte CO2-Steuer, meine Damen und Herren. Und daran werden sich jetzt rechtliche Fragen knüpfen. Da sage ich Ihnen für die weiteren Beratungen zu. Wir werden darauf achten, dass wir nur Dinge beschließen, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Und wenn sich herausstellt, dass Ihr Emissionshandel in Wahrheit eine CO2-Steuer ist, dann werden wir in ganz anderer Weise darüber sprechen. Eins ist jedenfalls klar. Mit dem Modell, wie Sie es vorgelegt haben, ohne Mengengrenze, dafür mit Preis. Eins ist klar, dass CO2 teuer wird. Das ist klar. Aber ob die Verteuerung von CO2 tatsächlich zu einer Verhaltensänderung führt und nicht nur wie bei der Ökosteuer der Vergangenheit zum Abkassieren, das ist eine reine Wette, die Sie eingehen. Wir würden es gerne anders machen. Preis wird am Markt festgesetzt, aber die absolute Menge ist von der Politik begrenzt. Das wäre ein sauberes Modell. Christian Lindner für die FDP-Fraktion. Jetzt kommt Carsten Hilse aus der AfD-Fraktion doch noch zu Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Schade, Herr Lindner, dass Sie die Zwischenfrage nicht zugelassen haben. Das, naja, ich weiß nicht, ob Sie Angst haben, keine Ahnung. Sie haben gesagt, dass die AfD den Klima leugne oder das Klima leugne. Ich möchte noch mal betonen, Klimawandel ist ein natürliches Phänomen seit hunderten Millionen von Jahren. Wer das leugnen würde, der wäre natürlich dumm. Wir sagen, es ist ein natürliches Phänomen. Wir sagen einfach nur, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen nicht maßgeblich zu diesem Klimawandel beiträgt. Das ist alles, was wir sagen. Und schön, dass Sie in Ihrer Rede wieder mal etwas geklaut haben von der AfD, weil wir waren die Ersten, die synthetische Kraftstoffe hier im Bundestag eingebracht haben. Mögen Sie antworten, Herr Kollege Lindner? Herr Kollege, Ihr Beitrag spricht für sich. Ich wünsche ihm große Verbreitung. Und damit meint er sicherlich auch, dass 97,7% aller Wissenschaftler vom Gegenteil dessen ausgehen, was auch Carsten Hilse hier eben propagiert hat.